Hallo meine Rambas, wie ihr wisst, ihr seid mir sehr wichtig und dementsprechend höre ich auch auf euch und werde immer mal wieder gefragt. Es ist zwar schön, dass du High-Tier-Gefechte zeigst, aber ich will auch was sehen, was ich schneller erreichen kann. Dementsprechend habe ich mir das Stuck 3G rausgesucht, vom Strong Clano gespielt. Ja, er ist hier bei Live Oaks gelandet und ist hier mit seinem Fünfer als Top-Tier gematcht. Also von dem her beste Basisdaten für ein gutes Gefecht. Sind wir mal als erstes immer gespannt, wo denn die Leute hinfahren. Und er entscheidet sich jetzt hier, die Schienen verteidigen zu wollen, beziehungsweise darüber anzugreifen. Er ist aber nicht alleine, sondern er spielt auch noch mit einem Chinu. Beide aus dem gleichen Clan, also von dem her sollte die Absprache sehr gut und stimmig sein. Stuck ist übrigens ein, meines Erachtens, sehr stimmiger und sehr schöner Panzer. Er hat auch ein paar Gunmarks drauf. Daran erkennt man, okay, wir dürfen mit Schaden rechnen. Ja, ich mag das Stuck. So. Er ist hier fast alleine mit seinem Chinu. Nur noch ein KV-1 verirrt sich hier noch mit. Und sie nehmen jetzt hier die Position ein. Und da ist ein anderes Stuck offen. Konnte gleich mal einen Hit abbekommen und da ist hinten ist es noch mehr offen. Stuart weg und der PZ. Auf den kommt er nicht drauf, da kommt er auf keinen drauf. Chinu geht jetzt unten auf das gegnerische Stuck drauf, hat aber nicht mehr viel HP und stirbt hier auch schon direkt. Ist natürlich sehr ungünstig, so schnell seinen Teampartner zu verlieren. Aber er macht es hier weg. Auto Aim Assist sei Dank. Hier der Light. Der ist kein großes Hindernis für ihn. Macht aber der KV-1S KV-1 klar. 1S ist natürlich erst Tier 6. So, da PZ3. Und dahinter der 38er. Der erste ist weg, der zweite ist schon im Visier und wird hier direkt aufs Horn genommen. Und auch der ist am Boden. Panzer selbst für Lafette oder den VK. Auf wen geht er? Will auf den VK gehen. Ich würde jetzt aber eher sagen, nimm den PZ. So, da hat er daneben geschossen. PZ macht hier einen ganz merkwürdigen Move. Hätte ihn nämlich hier locker richtig wehtun können. Ja, Gott sei Dank hat er nicht geschossen. Da kann er von Glück reden. Fünf Kills hat er. Ein paar Gegner sind noch da. Er sollte mal Richtung Basis jetzt zurückfahren, weil eben die Basis ist so gesehen jetzt ungeschützt. Und da wird auch schon gekappt, deswegen gut, dass er jetzt schon auf dem Rückweg ist. Mittlerweile im Cap. Entweder wird der T-34 die gleich aufmachen oder er muss es selbst tun. Da sind sie offen. Er wartet hier, bis eingeämmt ist und man sieht, er spielt sehr, sehr stark mit der mit dem Auto-Aim, mit der Mod. Zoomt hier fast gar nicht mehr ein. Das Stuck schießt natürlich auch, hat sehr schnell fliegende Projektile. Wieder einer im Cap. Das Ding würde ich vielleicht sogar eher mit Fernrohr spielen, aufgrund seiner... Jetzt ist das erste Mal, dass er selber zoomt.
Aber auch hier ist zu sagen, wie gesagt, die Mod ist erlaubt, er macht hier nichts Verbotenes. Und wenn er damit kein Problem oder wenn er damit ein Problem hätte, würde er hier das auch nicht einschicken. Also von dem her steht er dazu, dass er damit spielt. Und es ist auf jeden Fall natürlich eine kleine Hilfe. Das darf man auch ganz klar so annehmen. So, jetzt fehlt. Wo ist der Team 34? 2000 Schaden hat er schon. Ist auf jeden Fall sehr beachtlich. Jetzt wird er gekettet. Muss er reparieren. Hat er gar nicht. Doch, er hat zwei. Ah, okay. Alles klar. So, der T34 traut sich jetzt nicht so ganz vor. Weil er weiß natürlich auch, was ihn hier das Stündchen geschlagen hat. So, da kettet er ihn. Oh, das ist aber mutig. Ja. Gut, er hätte ihn natürlich nicht gewonshottet, aber interessanter Move, den so zu ketten und dann so drauf zu fahren. Aber klar, andersweitig hätte er ihn umfahren können. So, und jetzt sind da unten noch die Gegner am Leben. Die Frage, kommen die jetzt oder will er sich die holen? Er wartet jetzt hier erstmal ab. Ich bin sehr gespannt, ob die jetzt wirklich da über die Schienen kommen oder ob sich die den längeren Weg vornehmen und über die Landzunge links sozusagen preschen werden. KV1 fragt auch Push or Hold. Gute Frage. Aber vielleicht erledigt sich es auch gleich von selber. Und da sind sie nämlich schon. BDR kommt da leider nicht drauf, auch trotz guten Aimings in diesem Fall. Also man sieht, er kann auch selber schießen, der Strong Kelanu. Da trifft er ihn jetzt auch. So, jetzt müssen sie mal einen langsam rausnehmen. Der ist weg. Jetzt der KV und da hinten noch der PZ. Und jetzt geht er hier auf den drauf. Der PZ ist raus, jetzt nur noch der KV1 hier am Leben. Und ob er den Kill oder nicht bekommt, seht ihr gleich selber. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin. Ihr seht es, war es nicht. Bis zum nächsten Mal, euer.